Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen an der Technischen Hochschule Köln zur Vorlagen Grundlagen der Elektrotechnik. Heute mit der Folge Ortskurven. Dazu schauen wir uns zunächst einmal an, was sind Ortskurven überhaupt? Sehen uns dann zwei Beispiele mit Impedanzen an und lernen dann einige Regeln zur Inversion von Ortskurven kennen. Zur Definition von Ortskurven schauen wir uns die komplexe Ebene an, zum Beispiel mit Impedanzen, Spannungen, Strömen, wie auch immer. Und wenn wir jetzt einen Parameter ändern, zum Beispiel die Frequenz, so bekommen wir dann möglicherweise eine Kurve. Wir hatten kürzlich gesehen, dass wir solche Kurven in einem linearen Diagramm, in einem logarithmischen, einem doppellogarithmischen Diagramm auftragen können. Hier lernen wir eine andere Darstellungsform kennen, nämlich in der komplexen Ebene. Wir fangen an, beispielsweise indem wir den Zeiger für eine komplexe Größe an einem Punkt, nennen wir sie an einer Frequenz, beispielsweise F1, eintragen, wie in diesem Bild. Wir verändern die Parameter, sprich die Frequenz, schauen, wie sieht dann der komplexe Zeiger aus und bekommen einen weiteren Punkt. Dann machen wir das für einen weiteren und noch einen weiteren Parameter für ganz viele und ziehen durch diese berechneten Punkte eine Kurve. Und das ist die sogenannte Ortskurve. Eine Ortskurve ist also eine Kurve in der komplexen Ebene, die sich durch die Variation eines Parameters ergibt. Dieser Parameter in unserem Beispiel war jetzt hier die Frequenz. Das kann aber auch ein anderer Parameter sein. Vielleicht die Last oder die Leistung von einer Maschine. Das kann vielleicht die Temperatur sein, die einen Widerstand in einer komplexen Größe ändert. Oder was auch immer Sie sich ausdenken möchten. Der Vorteil bei dieser Darstellung ist, dass wir gleichzeitig den Betrag und den Winkel oder gleichzeitig real und imaginär Teil der Größen sehen. Und auf die Weise ein anderes Bild von der Frequenz- oder Parameterabhängigkeit bekommen, als wenn wir es in zwei einzelnen Diagrammen mit dem Parameter auf der X-Achse auftragen würden. Der Nachteil ist, dass wir, wenn die Kurve einmal als Linie gezeichnet ist, nicht mehr genau herauskriegen können, an welchem der Punkte denn jetzt welcher Parameter, sprich welche Frequenz gültig ist. Diese müssen wir dann explizit als einzelne Punkte in die Kurve einzeichnen. Schauen wir uns nun einmal Beispiele an für komplexe Impedanzen, die wir dann auch in der komplexen Ebene auftragen. Wir haben hier zum Beispiel eine Serienschaltung von einem Widerstand und einer Induktivität und möchten jetzt einmal die Ortskurve für dieses Gebilde ermitteln. Wir fangen bei einer beliebigen Frequenz, bequemerweise bei f gleich 0, an und schreiben uns auf, wie groß dann die Impedanz ist. Bei Frequenz gleich 0 ist die Induktivität ein Kurzschluss, der Blindwiderstand ist also 0. Die Gesamtimpedanz ist also z gleich r als Realteil plus j0, wie wir es hier eingetragen haben. Schauen wir uns jetzt mal einen nächsten Punkt an und wir wählen jetzt beispielsweise hier einmal aus den Fall, eine Frequenz, bei der dann gerade der Blindwiderstand gleich dem Realwiderstand ist. Und wir sehen, das ist jetzt hier ein Winkel von genau 45 Grad, das ist ein weiterer Punkt. Wir schauen uns auch einmal an, was passiert, wenn wir die Frequenz sehr, sehr groß werden lassen. Dann wird der Blindwiderstand, der Imaginärteil, unendlich groß. Wir müssen den Punkt also irgendwo ganz dort oben einzeichnen. Wenn wir weitere Punkte berechnen, stellen wir fest, sie liegen alle auf einer Geraden, die von 0 bis unendlich parallel zur imaginären Achse verläuft. Und das ist unsere Ortskurve für dieses Gebilde.
Schauen wir uns das einmal an für einen Widerstand mit einem Kondensator. Auch hier fangen wir einmal mit dem Fall an, dass der Blindwiderstand der imaginäre Teil gleich 0 ist. Aber aufgepasst, bei einem Kondensator ist der Widerstand 0, wenn die Frequenz gegen unendlich läuft. Das heißt also, dieser Punkt sieht zwar in unserer Ortskurve genauso aus wie der Punkt für f gleich 0 mit der Induktivität und dem Widerstand, aber er gilt für eine ganz andere Frequenz, nämlich für sehr hohe Frequenzen. Im Gegensatz dazu wird der Blindwiderstand des Kondensators unendlich groß, wenn die Frequenz gleich 0 wird. Und wir können diesen, als Punkt können wir ihn schlecht einzeichnen. Wir zeichnen einen Pfeil als Indiz dafür, dass der Wert irgendwo ganz dort unten liegt, ein. Und zum Schluss schauen wir uns nochmal den Punkt an, bei dem der Blindwiderstand gerade genauso groß ist wie der Realteil. Müssen wir die Frequenz passend für ausrechnen. Und wenn wir noch weitere Punkte ausrechnen, stellen wir fest, auch die liegen allesamt auf einer Geraden, die allerdings einen negativen Imaginäranteil hat. Denn bekanntlicherweise ist ja die Impedanz eines Kondensators minus J, der Blindwiderstand. Schauen wir uns noch weitere Impedanzen mal als Beispiel an. Zum Beispiel eine Parallelschaltung von einem Widerstand R und einer Induktivität L. Wir gehen jetzt hier ganz ähnlich vor. Wir schauen uns an Frequenz gleich 0, Frequenz unendlich und vielleicht nochmal einen Punkt, bei dem Blind- und Realwiderstand gleich groß sind. Fangen wir an bei F gleich 0. Wie schon gesagt, in diesem Fall bildet die Induktivität einen Kurzschluss. Das heißt, ich schließe hier bei der Parallelschaltung den Widerstand kurz. Das gesamte Gebilde hat also auch einen Realteil von 0. Das heißt, wir starten tatsächlich im Ursprung des Koordinatensystems. Schauen wir uns nun einmal an, wie die Impedanz für die Frequenz gegen unendlich verläuft. Für Frequenz gegen unendlich wird der Blindwiderstand der Spule unendlich groß, das heißt, er entspricht einer Unterbrechung. Es bleibt übrig der Parallelwiderstand R, das heißt, die Gesamtimpedanz hat jetzt wieder einen reellen Wert, nämlich den des Widerstands R. Wenn wir den Blindwiderstand und den Realwiderstand gleich groß machen, dann müssen wir die Parallelschaltung von beiden ausrechnen. Wir bekommen bei dieser Rechnung heraus, dass dann der Realteil 0,5 mal der Widerstand ist und der Imaginärteil ebenfalls 0,5. Der Phasenwinkel beträgt genau 45 Grad, weil ja beide gleich groß sind. Damit erhalten wir den Punkt, den ich jetzt hier als dritten Punkt eingetragen habe. Wenn wir noch weitere Punkte ausrechnen, so stellen wir fest, dass sie allesamt auf einem Halbkreis liegen. Den können wir verbinden und damit erhalten wir die Ortskurve für die Parallelschaltung eines Widerstandes und einer Induktivität. Es ist ein Halbkreis. Das Maximum ist genau an der Stelle, bei der eben der Widerstand gleich dem Blindwiderstand ist. Auch das können wir uns vielleicht einmal merken. Wenn wir einen Widerstand und einen Kondensator parallel schalten, gehen wir ähnlich vor wie zuletzt. Wir beginnen diesmal bei Frequenz gegen unendlich. Hier wird wiederum der Kondensator zum Kurzschluss, aber eben bei f gegen unendlich. Und die Gesamtimpedanz dieser Anordnung wird dann eben zu 0. Wir starten wieder im Ursprung. Ähnlich wie bei einer Induktivität für f gegen unendlich wird für f gegen 0 die Kapazität zu einer Unterbrechung. Es bleibt der Parallelwiderstand R übrig und wir enden im Grunde an demselben Punkt wie die Kurve von der Induktivität. Wenn wir jetzt den Blindwiderstand des Kondensators und des Widerstandes gleichsetzen, dann
erhalten wir diesen Punkt, der liegt im negativen imaginären Teil, weil eben ein Kondensator, wie schon erwähnt, eine negative imaginäre Impedanz hat. Auch hier ergibt sich, wenn wir weitere Punkte ausrechnen, genau ein Halbkreis. Das heißt also, unsere Ortskurve für die Parallelschaltung von Widerstand und Kondensator ist ebenfalls ein Halbkreis. Beide zusammen, das heißt, wenn wir also den Blindwiderstand von minus unendlich bis plus unendlich laufen lassen, erhalten wir insgesamt einen kompletten Kreis, der durch den Ursprung geht. Wir schauen uns nun Ortskurven etwas allgemeiner an und versuchen, für einige interessante, wichtige Fälle Regeln abzuleiten. Dazu fangen wir zunächst einmal an, indem wir die Ebene in der Darstellung von Impedanzen mit der Ebene von Admittanzen vergleichen. Das heißt, wir haben also auf der einen Seite Impedanzen mit Real- und Imaginärteil. Auf der Admittanzebene haben wir genau das Inverse dazu, das heißt also 1 durch Z. Und wie Sie hier unten, ich gehe mal was zur Seite, vielleicht sehen können, ergibt sich, dass genau das Inverse einer komplexen Zahl sich darstellen lässt als die Parallelschaltung von dem entsprechenden Leitwert und der entsprechenden Admittanz der Induktivität oder besser gesagt des komplexen Anteils. Das kann uns weiterhelfen, denn Parallelschaltung hatten wir gerade schon einmal betrachtet. Schauen wir uns zunächst einmal einfache Kurven an, zum Beispiel den Verlauf, den Frequenzverlauf, wenn der Widerstand gleich 0 ist und wir nur einen Imaginärteil haben. Wenn wir eine Induktivität haben, so nimmt der Blindwiderstand oder die Impedanz auf der imaginären Achse mit der Frequenz zu. Wir bekommen praktisch den Verlauf, den wir hier in Blau eingetragen haben. Wenn wir davon das Inverse nehmen, aufgepasst, dann bekommen wir ein Minuszeichen, denn 1 geteilt durch J ist dasselbe wie minus J. Ansonsten ist der Verlauf ebenfalls rein imaginär, das heißt, wir bleiben auf der imaginären Achse. Wir hatten bisher hier, also aufgepasst, der einzige Unterschied, wo wir darauf achten müssen, ist, im Koordinatenursprung in der Impedanzebene haben wir Frequenz gleich 0. Dieser Punkt wird aber transformiert in f gegen unendlich, denn wir wissen, 1 durch 0 ist unendlich oder geht gegen unendlich. Entsprechend ist der Punkt in der Admittanzebene im Ursprung zugeordnet zu Frequenz gegen unendlich. Also wir müssen also aufpassen, obwohl die Kurven vielleicht sehr ähnlich aussehen, sind sie doch unterschiedlich unsichtbar regelrecht im Detail, denn die Zuordnung des eigentlichen Parameters, der variiert wird, kann unterschiedlich sein. Wir können genauso gut die Induktivität durch einen Kondensator ersetzen und dann bekommen wir in der Impedanzebene negative Imaginäranteile, hier einmal dargestellt durch die etwas hellblauere Kurve. Und wenn wir davon das Inverse nehmen, so bekommen wir einen positiven imaginären Wert, hier dargestellt längs der imaginären Achse. Auch hier gilt, dass ähnlich wie eben, dass im Koordinatenursprung, wenn also beispielsweise die Frequenz gegen unendlich geht für die Impedanz, dieser Wert praktisch entsprechend sich umdreht, genauso wie hier jetzt auch für die Induktivität einmal dargestellt. Gut, soweit so gut. Das heißt, jetzt schauen wir uns einmal an, wie es auf der reellen Achse aussieht, wenn wir also den Widerstand verändern. Das könnte sein, dass wir als Parameter vielleicht die Temperatur hätten oder vielleicht irgendeine mechanische Größe, die einen Einfluss auf den Widerstand hat.
Und hierbei ist zu berücksichtigen, dass also von der Impedanz zur Admittanzebene bei 1 durch Z kein J bei auftritt. Das heißt, wir haben keine Änderung des Vorzeichens. Allerdings auch wieder der Punkt bei 0 wird praktisch ins Unendliche transformiert und umgekehrt. Aber die Form der Ortskurve bleibt uns erhalten, so wie das jetzt hier auf dem Bild auch dargestellt ist. Wir können also festhalten, wenn unsere Ortskurve in der Impedanzebene eine Gerade durch den Ursprung des Koordinatensystems darstellt, so wird sie in der invertierten Form, in der Admittanzebene, ebenfalls eine Gerade durch den Ursprung ergeben. Gut, was haben wir noch für typische Beispiele? Wir hatten eben gesehen, die Serienschaltung von einem festen Widerstand und einem variablen Imaginäranteil in Form einer Induktivität gibt in der Impedanzebene eine Gerade. Wenn wir davon das Inverse bilden, dann erhalten wir eine Parallelschaltung von einem Leitwert und der entsprechenden Admittanz der Induktivität, also eine Parallelschaltung von einem Real- und Imaginärteil. Wobei aufgepasst, hier tatsächlich der Imaginärteil ein Minuszeichen bekommt, weil wir eben die Impedanz invertieren. Aber wir sehen Parallelschaltung eines Real- und eines frequenzvariablen Imaginärteils, das entspricht einem Halbkreis, wie wir das eben in der vorherigen Folie auch schon gesehen haben. Das heißt also, aus der Ortskurve dieser Geraden wird tatsächlich in der Admittanzebene ein Halbkreis. Wenn wir das Gleiche für einen Kondensator machen, bei dem also in der Impedanzebene der Imaginärteil negativ ist, so erhalten wir ebenfalls einen Halbkreis, diesmal in der positiven imaginären Halbebene. Auch hier dreht sich das Vorzeichen wieder rum. Und so sehen wir, wenn wir also in der Impedanzebene eine Gerade haben, deren Imaginärteil von plus unendlich bis minus unendlich geht, also eine echte Gerade, dann wird die beim Invertieren in der Admittanzebene in einen Kreis transformiert, der durch den Koordinatenursprung hindurchgeht. Das sehen wir genauso oder ähnlich, wenn wir jetzt tatsächlich den Fall haben, dass wir also einen festen Imaginärteil und einen variablen Realteil bekommen, wieder da vielleicht durch Temperatureinflüsse oder ähnliches. Und wenn wir davon dann die Admittanz ausrechnen, so erhalten wir auch wieder einen Kreis, wie hier in Türkis dargestellt, der durch den Koordinatenursprung auch geht, diesmal symmetrisch ist zur imaginären Achse. Wir halten fest, wenn wir in der Impedanzebene eine Gerade haben, die nicht durch den Ursprung geht, so wird diese transformiert in einen Kreis, der durch den Ursprung geht. Das gilt übrigens auch genau andersherum. Das heißt, wenn wir in der Impedanzebene einen solchen Kreis durch den Ursprung haben, so wie der in der Admittanzebene in eine Gerade transformiert, so wie wir es gerade gesehen haben, denn die Inversion, die geht ja in beide Richtungen letztendlich. Der letzte Fall ist, dass unsere Ortskurve einen vielleicht beliebigen Kreis ergibt, wodurch auch immer. Dann können wir feststellen, dass ein solcher Kreis in der Admittanzebene ebenfalls einen Kreis ergibt, der allerdings auch nicht durch den Ursprung verläuft und irgendwie verschoben ist. Das heißt, hier müssen wir dann im Detail dann noch genauer rechnen. Genauso gibt es natürlich auch Ortskurven, die eben keine Geraden oder Kreise sind, sondern anders verlaufen, ja, durch physikalische Gegebenheiten. Dann macht es
dann gibt es keine direkten Regeln, um von der Impedanz in die Admittanzebene umzurechnen oder nicht. Aber die Fälle, die hier aufgezeichnet sind, das sind eben Fälle, die vergleichsweise häufig vorkommen. Und da ist es ganz hilfreich, wenn man um diese Fälle weiß. Damit möchte ich für heute zum Schluss kommen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.